Und jetzt geht es diesmal um die Savers-Digimon, welche Kämpfe auf dem Champion-Level am besten waren. Ja, letztes Mal hatte ich ja Staffel 2 übersprungen und mit Staffel 3 weitergemacht und diesmal überspringe ich Staffel 4 und mache einfach mit Staffel 5 weiter. Ich hoffe, dass das soweit okay ist, nur, naja, wie gesagt, die Reihenfolge immer ist ein bisschen langweilig, dann kommen die Adventure-Fans immer auf ihre Kosten und die anderen müssen immer zu lange warten und das möchte ich eben einfach nicht. Ich will es so ein bisschen ausgeglichener machen. Ja, also bei Savers ist das im Vergleich zu Tamers ein bisschen schwieriger. Zugegeben, im Prinzip gibt es hier auch nur drei Plätze, wenn man das so nennen kann, aber das Problem ist eher, es sind keine wirklichen Kämpfe. Ich meine, Garurumon war doch langweilig. Da waren halt ein paar Petit Meramon bzw. Demi-Meramon, aber das sind halt ein paar Ausbildungslevel, also ist Garurumon zu Garurumon digitiert, einmal Spiralsturm und bam, er hat gewonnen. Langweilig. Und Sonflamon, ja, ich meine, im Prinzip hat es den Gegner gestärkt. Das war sowieso unterlegen, weil Pflanzen haben gegen Insekten nicht unbedingt immer die besten Chancen und es war Typus Datei, während Kunemon und Flymon Typus Virus waren. Und ich meine, Sonflamon greift Kunemon an, gibt ihm sogar noch Kraft, damit er zu Flymon digitiert und dann durch eine Staubpollen-Schuppenattacke, wie auch immer, war Sonflamon ausgenockt. In der Tat muss man natürlich sagen, es ist nett, dass das Digimon das erste Mal digitiert und dann keine Chance hat, aber es wäre besser gewesen, wenn es dann nicht GeoGreymon gewesen wäre, der Sonflamon rettet. Aber gut. Naja, und der Kampf GeoGreymon gegen Kokatorimon, ich meine, es ist digitiert, Kokatorimon hat angegriffen, warum auch immer GeoGreymon nicht versteinert und auch irgendwie nicht getroffen. Es gab eine riesige Explosion, GeoGreymon kontert mit Megaflamme und hat gewonnen. Das ist auch nicht wirklich spektakulärer. Da muss ich sagen, da fand ich sogar cooler, wie Agumon und Masaru zusammen gegen Kokatorimon gekämpft haben und Masaru eben auf Kokatorimon springt, ihn da so ein bisschen versucht zu verprügeln und Agumon unten immer ist und mit kleiner Flamme angreift. Also das war dann doch so ein bisschen actionreicher. Aber im Groben und Ganzen muss ich sagen, dass keine dieser drei Kämpfe mich wirklich überzeugt. Nun seid ihr dran, seht ihr das anders? Was hättet ihr euch gewünscht und welcher Kampf ist von den dreien eurer Meinung nach der beste? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.